Moin Freunde, ich bin's, euer Serdon. Heute möchte ich euch mal eine Webseite vorstellen, die ich auch gerne mal genutzt habe. Wenn ihr euch fragt, woher ich meine ganzen Mods habe, damit sollte eure Frage dann wohl oder übel geklärt sein. Wir sind auf Nexus Mods und hier gibt es für unendlich viele Spiele jeglicher Art irgendwelche Mods, zum Bleistift Fallout, Skyrim, Oblivion, The Witcher, Cyberpunk und so weiter und so fort. Ihr könnt natürlich aber auch hier bei den Games euch hier ganz viele adden, wenn ihr euch angemeldet habt und euch da so gesehen einfach mit einem kurzen Klick hin machen, um natürlich dann dementsprechend hier eine sehr große Auswahl an Mods, die ihr euch dann einfach installieren könnt. So. Ja, das war es eigentlich auch wieder von mir. Ich wollte euch nur mal ganz kurz diese Seite mal vorstellen. Na, wir haben hier Mods, Collections, Media. Na, dementsprechend, wir haben sehr viele View. 2111 Games sind hier drinne, wo ihr euch Mods holen könnt. Wir können uns ja einfach mal zum Beispiel mal Dark Souls angucken, Ezio Covenant Item Drops zum Beispiel oder Dark Souls 3 Max Level, modern die Dark Souls 3 Reshade, More Item Drops und so weiter und so fort. Dementsprechend, wenn ihr schon immer mal auf der Suche nach Mods wart, hier habt ihr eine Möglichkeit, um euch Mods zu holen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dieses Programm habe ich schon vorgestellt, wäre natürlich einmal Remod. Da könnt ihr natürlich dann auch dann direkt sehen, beispielsweise bei meine Spiele, alle installierten Spiele, wo Mods so gesehen aktiv sind, wo sie zum Beispiel, wo ihr sie habt. Und Spiele, die ihr natürlich ohne Mods starten könnt, wie Division, Fortnite, DBD oder CSGO. Ne? Dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen helfen, was die Suche nach Mods angeht. Dann macht es gut, ich bin raus und ciao.